Hallo, willkommen zurück zu Mario Super Mario World, The Secret of Seven Golden Statues. Ja, wir sind wieder in Level... Luigi? Luigi, bleib wach. Nein. Wir sind wieder in Level 3.1, wo ich doch hingewiesen wurde, dass ich dort eine Starcoin vergessen habe. Und zwar befindet sie sich... Wo war das? Ja, hier. Ich muss die Typen erschießen. Und der hier, der trägt da eine... Seht ihr? Hinter ihm ist eine. Die habe ich übersehen. Und die muss ich mir natürlich holen, indem ich ihn irgendwie töte. Hallo, stirb doch mal. Danke. Was ich auch herausgefunden habe, ist, dass man die Nitro-Dinger zerschießen kann. Man muss da fünfmal, glaube ich, immer draufballern und dann gehen sie davon halt kaputt. Da, nur mal zur Demonstration. So, ja. Naja, muss jetzt auch nicht weiter darauf eingegangen werden. Auf jeden Fall danke für diesen Kommentar. Ich habe leider vergessen, von wem der kam, aber es zählt ja nur der gute Wille. Ich renne jetzt einfach mal schnell ins Ziel und versuche mal so... Ja, safe. Versuche mal so schnell wie möglich zurück, hier meine... Nein, das war falsch. In meine Welt hier zurückzukommen. Und bin ich jetzt wieder... Ach, egal. Wisst ihr was? Ich spiele ein bisschen mit Mario weiter. Ich habe doch Luigi auch ziemlich oft benutzt. Das Minigame-Haus? Nee, lass mal. Keinen Bock drauf, auch wenn ich wieder Zeug verschwende. Snowy Summit. Los geht's. Ah, gute alte Musik aus Super... Nee, nicht Super, sondern Mario Kart 64. Nur zufällig von der Strecke, die ich am meisten hasse. Die Eisstrecke. Oder gab es da mehrere mit derselben Musik? Ich muss mal überlegen. Frap Snowland. Nee, wie hieß die Strecke? So, die kenne ich noch. Ich weiß nur nicht mal, ob es zwei Eisstrecken in Mario Kart 64 gab. Ich glaube nicht, aber ich könnte mich natürlich da auch vollkommen irren. Und der Typ fällt einfach runter und ich würde lieber das hier haben, weil das irgendwie mehr rockt. Obwohl ich damit kaum jemanden treffe. Das ist irgendwie blöd gerade. So, ja. Nein, ah, das war klar. Die Pair. Sechste Welt sind wir schon. Die sechste Welt ist eine Eiswelle. Oben ist doch irgendwas. Erstmal kaputt schießen, dann darf ich hier auch irgendwie lang. So wird's gemacht. Ob und wie ich da hochkomme, weiß ich nicht. Da links, hier komme ich nicht rein, jedenfalls. Du. Stirb. Mal gucken, ist hier unten? Nee. So aus, als wäre hier was versteckt, ist aber nix. Cooler Schneeeffekt übrigens, auch dass man hier hinter den Bäumen steht und so, sind ja Sprites aus Yoshi's Island, allesamt. Ja, gut, außer, nicht die, wurden die Sprites nicht, die Sprites sind ja die, Sprites sind ja die Teile wie Mario oder die Koopas oder sowas. Ich meine eigentlich im Background, in den Vordergrund, das klingt natürlich wieder super geil. Ja. Ja, okay. Damit wäre ich einverstanden, wenn ich das Ding hab. Oh, ich darf rein. Cool. Muss ich jetzt hier... Mhm. Oh nein. Bullet Bills. Aber gut. Hat sich ja schon gelohnt, hier reinzugehen. Allein für die Sternmünze. Nein! Mister, oh, das ist so schlecht. Ich weiche damit... Souverän weiche ich dann wirklich jeden Bullet Bill aus. Es ist tausendmal schwerer, als so ein fucking Cooper einfach mal... auszuweichen und der Cooper kriegt mich dann doch. Der letzte, wisst ihr? Irgendwie echt kacke. Ach, du bist eine Pflanze. Shit. Ich wollte da voll auf den drauf jumpen. Da muss ich jetzt wohl hoch, ne? Kriege ich Anschwung? Kann der hoch fliegen? Ein bisschen so, ne? Ja. So, das war. Oh, Alter, schmeiß mich nicht weg. Ich sehe dich doch. Weg damit. Warte, ich nehme einen mit. So. Boah, ey, ich sehe diese Viecher nie, diese Maulwürfe, die sind echt dreckig. Ist hier unten was versteckt, wobei ich glaube eigentlich kaum noch, dass irgendwo was versteckt ist. Weil jede Art von Skepsis verschwindet irgendwie, sobald ich die Sternmünze in diesem Level finde. Nee, das war nicht so gut. Jetzt will ich aber unten lang. Aber sonst muss ich oben lang. Na komm! Scheiß Typ. Power-Up?
irgendwie nix, ne? Im Gegenteil, ich verliere sogar noch mehr. Rein hier. Und Ziel! Geile Sache. Und ich mag echt die Overworld-Musik. Wobei ich ihn lieber in einem Level als in der Overworld gehört hätte. Hier oben haben wir ein Bonus-Level. Ja, wenn es mal startet. Das hat ein bisschen gedauert. Und Snowy Summit 2. Mit derselben Musik. Aber, oh ne. Auf jeden Fall anders designt, wollte ich sagen. Das geht ja auch schneller. Fertig. Alter, wie lange braucht der für sowas? Nein, sowas kann ich doch gar nicht ab. Also solange ich nicht drehen... Ja, schon verkackt. Also solange ich nicht drehen, geht es ja noch. Da muss man einfach nur richtiges Timing haben. Das war zum Beispiel kein richtiges Timing. Und das ebenfalls nicht. Okay, nochmal. Wie soll ich das packen? Erst recht jetzt ohne Power-Up. Ich sehe schon kommen, ich kann das auch überhaupt nicht hier. Wie mache ich das? Ja. Nein! Oh, direkt auf die erste. Nee, dann mache ich das mal irgendwie so, dass ich da reingehe. Mir erstmal ein Power-Up hole. Gut, dieses Power-Up hätte ich jetzt nicht so gerne gehabt. Ich hätte ehrlich gesagt eher gehofft, dass ich irgendwie ein Blatt bekomme zum Fliegen. Scheiße. Naja, meine einzige Hoffnung halt. Power-Up halt, ne? Okay. Zumindest halt ich ja mit mehr Treffer. Kann ich ja mit... Oh! Kann ich ihn töten? Ja, einen zumindest. Aber kann ich ein bisschen... Nee, schade. Das wäre gar nicht, die auch töten könnte. Habe ich einiges erleichtert hier. Moment. Und so. Und... Na, no, wenn ich nicht drehen würde, das fast... Wäre das eigentlich gar nicht so schwer. So, und Power-Up? Tatsächlich. Geil. Damit darf ich schon mal mehr einstecken. Außer ich falle natürlich runter, weil dann ist natürlich alles umsonst. Ich hoffe, das restliche Level geht so weiter. Das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsart von Level auf diesen Lines, aber immer noch besser als mit dem Fässern, weil das kann ich gar nicht. Müsst ihr wissen. Ja, was gibt's? Scheinbar... geht es so, nein. Boah, ist das fies. Ja, ich muss ja irgendwie reinspringen. Ich glaube. Nein! Nein. Warte, das Ding spawnt der wieder. Bitte spawn wieder. Ja, gut. So, geschafft. Ich dachte, das wäre verkackt irgendwie. Dann müsste ich das ganze Level nochmal machen, aber dann hätte ich auch mir ein Safe State gesetzt. Ehrlich gesagt. So. Das hätten wir schon mal einen Checkpoint. Damit fühle ich mich schon gleich viel besser und sicherer und so. Darf ich nicht? Okay. Und momentan, wie das Level jetzt aufgebaut ist, so berg irgendwie, bergauf, gefällt es mir irgendwie viel besser als das, was eben alles war. Ich meine, die Fässer sind zwar cool, aber, oh, fucking schwer. Den will ich jetzt töten. Aber die lassen mich den wieder nicht töten, ne? Töte ich halt den... halt auch nicht und lass mich einfach von denen schlagen. Aber dann töte ich ihn wenigstens so. Hier, euch alle. Den auch. Nur aus Rache. Mhm. Toll. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt da rein? Nö. Okay, hier. Oh ne, sowas ist immer schwierig. Jetzt reicht ja noch so ein Bullet-Blitz auf einen zukommen. Warte. So und... Warte, da kann ich ein bisschen abkürzen. So. Oh, fuck. Oh, Mann, das war's dann halt damit. Mit dem Hammer-Bro-Outfit. Und, naja, ist hier schon übel, das hier. 5, 4, 3. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn er hier nicht mehr... Oh, egal. Okay, jetzt hier. Das wäre hier geschafft. Chili Forest kommt jetzt. Aha. Sieht wirklich ein bisschen chili aus. Ich hoffe, das ist es auch. Boomerang kriege ich zur Verfügung gestellt hier.
muss nur vor den Feuertypen hier aufpassen, Feuerpflanzen. Mal gucken, ob da unten was ist. Ist es aber nicht. Ja. Cool. Vorsicht. Da. Ich bin irgendwie den Hammerbruder ein bisschen gewöhnt. Ja, da sind es auch schon welche von gegnerisch. Nein! Ich war den Hammerbruder noch gewöhnt. Also eine ganz andere Art, halt die Gegner zu. Naja, kaputt zu hauen, ne? Muss man ein bisschen anders denken mit dem Boomerang. Ja, toll. Zwei Cooper-Shells erstmal. Wo ist mein Pilz? Hier. Ich würde schon sagen. Nix. Was? Ach. Die kennt ihr aus Yoshi's Island. Kann ich nicht erschießen, nur erstampfen. Und, oh. Nein. Ich wusste, ich verliere die Feuerblume. Ohne ist das natürlich nochmal komplett härter alles. Was soll das? Was machen die mit mir? Und der hat sie sogar wieder. So ein Arsch. Aber da. Gut, ich dachte. Warte, stirbt der jetzt so eine Stampfattacke oder wenn der. Einfach nur im Boden. Nee, ja. Komisch. Ich frage mich, ob der. Dings. Powerstar nicht irgendwie hier hinter so einer Säule versteckt ist. Das sieht. Auffällig aus, tatsächlich war es auch. Stampfattacke rein und. Ah, hier ist er doch. Sehr gut. Gut, dass es so auffällig aussah. Oh nee, geh weg. Warte, nehme ich mir doch ein Cooper einfach mal mit ins Ziel. Weil ich mir dann nämlich eins mit ins Ziel nehme und dadurch einen Pilzer gaune. Alles klar. Frosty Cavern. Also eisige. So was hier, ne? Das ist ja Musik aus Mario Kart für Super Nintendo. Hatten wir aber auch schon mal. Bei Welt 3 war das, glaube ich, auch so eine Art Höhle hier. Schuss und nein, Feuerblume weg. Chucks. Die Chucksy werden aber sehr selten in diesem Spiel eingesetzt, wie ich finde. Stampfen einfach runter. Was gibt's hier? Ich hoffe, hier gibt's irgendwas Geiles. Ah nein, ich wette, ich sehe schon, welche machen musste und wie er verkackt hat. Ja. Oh nein, ich brauche eine Feuerblume, also dafür kriege ich eine. Nein, natürlich nicht. Soll ich so ein Dreck. Muss ich das Level gleich nochmal machen. Aber dann. Ja, mache ich dann gleich nochmal. Kriege ich den von hier? So, jetzt. Nein. Ach, egal. Einfach freie Schnauze drauf und. Ja, zweimal Power-Up verlieren hat natürlich wieder übelst Stil. Und anscheinend machen jetzt viele Türen zu, diese Feuerblume nicht zu haben, weil damit komme ich auch nicht mal hier durch. Und hier ist ein bisschen Cut-Off. Seht ihr das? Hier ist so ein bisschen frei, ne? Kein Wasser. Hier ebenfalls an der Ecke. Also perfekt ist das Spiel ja nicht, ne? Will ich hier nun mal anmerken. Nur fast perfekt. Aber nichts ist perfekt. Denke ich. Ich denke wirklich nichts. Es gibt nichts, was. Also. Kein Spiel, keine Person kann perfekt sein. Es kann zwar übelst gut, aber. Ja. Ne, mehr auch nicht. Wo muss ich jetzt lang? Kann ich ja oben rein? Nö. Also hier. Ah, sowas. Ist aber kreativ gehalten, dass das Mancher sind und nicht irgendwelche Stacheln einfach nur. Weil es ja trotzdem leicht fies ist. Oh nein, dann hänge ich noch davor fest, zu meinem Glück. Dann verkacke ich es trotzdem und verliere noch alle Power-Ups. Wirklich großartig. Los gibt das her. Nein. Oh, wie ich das verkacke. Das erinnert mich ziemlich an ein. Also es ist, würde ich mal gesagt, angelehnt an ein Schloss aus Mario World. Aber dennoch ganz anders irgendwie. An sich. Also, dass Eiswelt und kein Schloss ist und so. Dass auch manche sind. Also hat es schon seine Unterschiede. Gut, das wäre das Level. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich irgendwie an eine Feuerblume rankomme. Nee, das war das Bonus-Level. Falsch. Hier muss ich rein.
Dann will man ein Safe-Bit. Nein, das will ich nicht haben. Ich würde... Kann ich mir nur das hier erholen, oder wie? Das will ich aber nicht. Ich will eine Feuerblume haben. Jetzt habe ich einen Boomerang. Jetzt habe ich einen Pilz. Nein. Nein, das... Also, ich weiß ja nicht, auf oben kriege ich den Hammer, Bruder, aber... Was muss ich hier für Knopfbelegung machen, um irgendwas anderes mal nehmen zu können? Jetzt habe ich den hier. Ich kapiere das nicht. Nein. Irgendwie... Was war das denn überhaupt? Eisblume? Ich verstehe das nicht. Echt. Egal, ich kümmere mich ein andermal drum, wenn ich meine Vollblume bekomme.